Für diese ABBA-Reunion sorgte das schwedische Königshaus. Hier wurden zum ersten Mal seit fast 50 Jahren 4 königliche Ritterorden verliehen. Und das an ganz besondere schwedische Bürger. Ja, für besondere Verdienste in der Musik. Also spätestens seit ihrer Hochzeit ist ja Königin Silvia ein Fan von Agneta, Benny, Björn und Anni Frid. ABBA hatte damals das Brautpaar mit Dancing Queen überrascht. Anni Frid, Agneta, Björn und Benny. Bis zuletzt wurde gerätselt, ob sie wirklich kommen. Wir sehen uns wieder. Im Schloss gibt es Orden vom König für ABBA. Eine seltene Ehre. Aber wer sollte sie sonst bekommen als Schwedens größte Popstars? Die Auszeichnung, die ihr heute bekommt, ist ein Danke von Schweden. Ihr habt Außergewöhnliches für unser Land geleistet. Für die Musiker kein Preis wie jeder andere. Es ist schon emotional, weil diese Auszeichnung vom schwedischen Volk kommt. Sie haben uns nominiert. Es fühlt sich allein deswegen ganz besonders an. Nur ein bisschen Etikette muss Björn noch üben. Anni Frid hilft ihm auf die Sprünge. Das Königspaar wird es ihm verzeihen. Die schwedischen Royals und die Popstars verbinden enge Bande. Unvergessen der ABBA-Auftritt vor der Hochzeit von Silvia und Carl Gustav. Dancing Queen für die Königin. 2 Jahre vorher der Durchbruch des Quartetts mit dem Sieg beim Grand Prix. Auf Waterloo folgt ein Hit nach dem anderen. ABBA wird zur Weltsensation. Dass die Pop-Legenden einen Orden verdient haben, ist für die Fans vor dem Stockholmer ABBA-Museum keine Frage. Ist ein Stück Kultur von Schweden. Die haben ihre eigene Geschichte geschrieben. Und so teuer ist so ein Orden auch nicht, dass ich da ein paar mehr pressen kann. Ne? Das sind also Songs, die sind zeitlos. Wenn man die morgens hört im Radio und dann ist man gleich voll gut drauf. Den ging die Post ab, sag ich mal so. Bis heute geht bei ABBA-Songs auf jeder Party die Post ab. Ihre Beliebtheit ein Phänomen. Anfang der 80er trennen sich ABBA. Gemeinsame Auftritte seitdem extrem selten. Zuletzt zeigten sich die 4 bei der Premiere ihrer Avatar-Show ABBA Voyage in London 2022. ABBA war immer da, in meinem Herzen, in unseren Herzen. Seitdem stehen die digitalen Versionen der Popstars regelmäßig auf der Bühne. In Fleisch und Blut sieht man sie dagegen selten, schon gar nicht alle 4 zusammen. Deshalb ist der Auftritt im Schloss etwas ganz Besonderes. Es ist schön, hier zusammen zu sein. Das letzte Mal ist lange her. Dieses Mal war klar, dass wir alle 4 hierher kommen würden. Nur wann wir sie das nächste Mal so zusammen sehen werden, das wollten die ABBAs nicht verraten. Vielleicht erkennen Sie ihn ja.